Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videoserie Golf IQ. Hier geht es darum, dass du dein Golfwissen mit mir weiter vertiefen kannst, damit, wenn du draußen spielen gehst, mehr Erfolg hast, tiefere Runden schießen kannst und somit auch dein Handicap verbesserst. Heute geht es darum, die drei Releases anzuschauen, welche wir im Kurzspiel haben. Ich habe hier drei Farben, Blau, Grün und Rot, und jede Farbe steht für einen bestimmten Release, den wir im Golf schon machen wollen, um einen Ball flach, normal oder hoch abzugeben. Beginnen wir zuerst mit Blau, mit dem blauen Release, nennen wir den Nummer 1. Hier möchte ich die vordere Seite brauchen, wenn ich den Bodenkontakt herstelle. Also nicht auf der Mitte oder hinten, sondern ich möchte hier die Vorderseite brauchen. Und damit mir das hier gelingt, für einen flachen Schlag, stelle ich mich wie folgt an den Ball. Ich schaue, dass die Sohle unten bereits auf der blauen Stelle liegt. Im kurzen Spiel stehe ich nicht so breit, halte den Schläger etwas tiefer oder fast am Griffende. Das hilft mir einfacher, nach unten zu kommen, etwas steiler nach unten zu kommen, damit ich auch die blaue Seite unten treffen kann, und gehe dann hier durch den Ball, und das Finish sieht dann hier wie folgt aus. Das Ganze sieht so aus: ich gehe hier zurück, schaue, dass der Schläger hier nach unten zeigt. Und wenn ich anschließend nach unten komme, hast du gesehen, ist die blaue Farbe hier weg. Das zeigt mir, dass ich den vorderen Teil der Sohle hier gebraucht habe. Kommen wir zum normalen Ball mit Grün. Das wäre der Mittelteil der Sohle, wo ich hier die grüne Farbe weghaben möchte. Da mache ich das Setup wie folgt. Ich halte den Griff in der Mitte, schaue, dass ich den Schläger unten auf die grüne Farbe stelle, also nicht mehr auf die blaue, sondern auf die grüne Seite, unten auf die Mitte. Griffende zum Bauchnabel, stehe auch nicht mehr so breit, halte den Schläger in der Mitte. Wenn ich nach oben gehe, möchte ich hier etwas Handgelenk haben, damit ich den Schläger hier gehen lassen kann, damit er unten auf die Mitte kommt, auf die grüne Farbe. Und wenn ich hier nachher im Durchschwung bin, dann ist die Schlagfläche gegenüber vorher leicht offen. Vorher war die Schlagfläche gerade nach oben. Jetzt ist sie leicht noch offen, und das Griffende zeigt mir hier zum Bauchnabel. Sieht so aus. Und du siehst, die Schlagfläche hier war im Durchschwung offen. Die Farbe Grün ist hier ebenfalls wieder weg. Und das gibt mir einen weichen Ballflug, sodass der Ball, wenn er auf das Green kommt, runterkommt und nicht mehr allzu weit ausrollt. Manchmal gibt es Situationen im Golf, da muss man auf eine kurzgestreckte Fahne spielen und hat nicht so viel Platz auf dem Grün, also nicht so viel Grün zum Arbeiten. Der Ball muss runterkommen und so schnell wie möglich zum Liegen kommen. Dann brauchen wir hier den Release Nummer 3. Das wäre hier die Rückseite, die ich hier mit Rot einzeichne. Das wäre also der Bodenkontakt, den ich hier suche. Und wenn ich mich für so einen Schlag hinstelle, dann ist das Setup auch wieder leicht etwas anders. Ich stelle den Schläger hier mehr auf die Hinterseite. Die Schlagfläche ist leicht offen. Ich halte den Griff ganz hinten am Ende. Stehe wieder gleich hin wie vorhin, nicht allzu breit, vielleicht bei diesem Schlag etwas breiter als bei den anderen. Das sind hier etwa 2 Schlägerkopfbreiten. Gehe hier zurück, will mehr Handgelenk haben, sodass sich die Schlagfläche besser öffnet, dass, wenn ich dann nach unten komme, hier die rote Farbe wegwischen kann durch das Gleiten des Schlägers durch den Rasen. Und wenn ich dann fertig bin, dann schaut mich sogar der Schläger anschließend an. Face to face, also das Finish. Stelle mich nochmals hier hin. Den Ball habe ich etwas weiter vorne als vorhin. Und sieht wie es folgt aus.
Face-to-Face das Finish. Der Ball ging extrem hoch weg. Die Farbe hier ist auch weg. Und somit hast du drei verschiedene Möglichkeiten, Golfbälle auf das Green zu bekommen, so dass du möglichst nahe an die Fahne spielen kannst, egal ob du viel oder wenig Green zur Verfügung hast. Meine Empfehlung für dich vielleicht, welche Farbe solltest du am meisten brauchen? Von der Reihenfolge her würde ich sagen, zuerst vorne die blaue Seite, dann grün, wenn du mit etwas mehr Spin arbeiten willst und etwas höher reinkommen möchtest. Und zum Schluss die rote Farbe dann oder den hinteren Teil, den Release 3 brauchst, weil hier mehr Bewegung im Spiel ist und wenn hier das alles nicht so super funktioniert, dann toppst du vielleicht den Ball oder schlägst in den Boden. Nun, übe das mal. Wenn du nicht weiterkommst, helfe ich dir sehr gerne, diese drei Releases zu verbessern, sodass du diese hinbekommst. Schau dir kurz noch an, wie Lernen funktioniert. Hier sind die vier Kompetenzen, die wir durchlaufen, wenn wir lernen. Und wenn du das verstanden hast, dann weißt du, dass du erst ab der Stufe 4 eigentlich dich blind hinstellen kannst, egal welche Spielform du machen möchtest, mit welchem Release du spielen wirst, wirst du schlussendlich, wenn du es kannst, das Augenmerk viel mehr auf dem Ziel haben, dir überlegen, wie du den Ball in das Loch hineinbringst, dann zurückgehst und dann wirklich nach vorne schaust und den Ball siehst sogar hineingehen, weil du so überzogen bist von dem, was du machst, gerade weil du es so intensiv trainiert hast und genau weißt, wie du die Bälle spielen musst, um den gewünschten Ballflug und Ballkontrolle zu bekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, leite doch das Video einem Freund weiter, dem das helfen kann. Vielen Dank dafür, auch für ein Abonnement. Bis zum nächsten Video. Tschüss!